97 Millionen EC-Karten gibt es in Deutschland. Das kriminelle Versuchen, an PIN-Nummern heranzukommen, ist seit Jahren eine üble Praxis und verursacht Millionenschaden. Dass aber die Lesegeräte, die Sie alle vom Einkaufen kennen, dass diese Terminals selbst eine Schwachstelle sein könnten, davor warnen jetzt IT-Spezialisten. Jochen Läufgens und Peter Onneken über eine neue Variante des PIN-Klaus. Zugriff aus der Ferne. Es klingt wie in einem Thriller. Es geht um Codes, Computerviren, Cyberangriffe. Thomas Roth und Carsten Nohl, zwei der bekanntesten Hacker Deutschlands, sagen, das ist real. Sagen, dieser Gerätetyp, das Artema Hybrid, an dem wir täglich per Karte zahlen, sei für sie ein offenes Buch. Der Worst Case wäre, dass sich ein Datendieb einer größeren Installation dieser Leseterminals bemächtigt per Virus und über mehrere Monate Hunderttausende von Kartenkopien zusammenbekommt. Der Schaden danach wäre unvergleichlich mit allem, was wir bisher an Bezahlbetrug gesehen haben. In Deutschland gibt es immer mehr Betrug mit Geldkarten. Eine Steigerung von 20% hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt. Experten des Bundeskriminalamts schätzen den Schaden auf mehr als 40 Millionen Euro. Solche Summen bald Kleingeld für Kriminelle? Angriffe auf EC-Kartenterminals nehmen jetzt schon zu. Bisher aber musste jedes Gerät einzeln manipuliert werden, um an Kartendaten und Geheimnummern der Kunden zu kommen. Mit diesen Daten Karten nachzumachen und im Ausland Geld abzuheben, kein Problem. Und Daten gibt es viele. Jedes Jahr wird etwa 2,5 Milliarden Mal mit Karte in Deutschland bezahlt. 670.000 Kartenterminals sind in Betrieb. Dazu 97 Millionen EC-Karten. Das Milliardengeschäft mit Milliardengeschäften basiert auf der Sicherheit der Geräte. Die deutsche Kreditwirtschaft teilt Monitor noch vergangene Woche mit, es sei kein Ausspähszenario bekannt. Um vor Betrug sicher zu sein, solle man die Hand über das Eingabefeld halten. Und das soll reichen? Können die Hacker überhaupt, was sie behaupten? Um das zu überprüfen, wird eine Versuchsanordnung aufgebaut. IT-Sicherheitsexperten der renommierten RWTH Aachen bauen ein Kassensystem nach. Die Hacker sollen einen potenziellen Angriff vorführen. Der Hersteller des Geräts ist natürlich eingeladen, nur er kommt nicht, aus Termingründen. Würden wir den Versuch an einem echten Unternehmen, einem Supermarkt etwa, durchführen, wäre das strafbar. Darum geht es. Ist es an diesem Gerät, dem Artema Hybrid Terminal des Marktführers Verifone, in Deutschland fast 300.000 Mal im Einsatz, möglich, Daten auszulesen? Auch Christoph Paar, Professor für Sicherheitsverschlüsselung der Universität Bochum, betrachtet für Monitor den Versuch. Der Aufbau steht. Das Testbett, was wir hier sehen, ist sehr real. Es besteht aus lauter handelsüblichen Komponenten, die frisch eingekauft wurden, die hier neu ausgepackt wurden. Wie man es jetzt auch vorfinden sollte in einem normalen alltäglichen Setup. Vor dem Versuch wurden mehrere Konten bei unterschiedlichen Banken eröffnet. Die Geheimnummern waren bis jetzt verschlossen. Dann wird eine Bezahlung am Kassensystem mit den Karten simuliert. In den Datenverkehr mit einer Bank wird nicht eingegriffen. Ein Bezahlvorgang an einem Gerät, das als absolut sicher zertifiziert wurde. Es sollte nicht zu knacken sein. Die eingegebene PIN war 8215. Korrekt. Und kein Zufallstreffer. Die Hacker lesen tatsächlich jedes Mal mit. 6141. Experte Christoph Paar hatte vor dem Versuch gezweifelt, ob er funktionieren wird. Es ist ein neuer Angriff, war mir vorher auch nicht bewusst. Ich hätte es auch erst mal eher getippt, dass dieser Angriff nicht möglich ist, dass die Geräte dagegen abgesichert sind. Ja, und damit muss man jetzt natürlich entsprechend umgehen. Man muss sich bewusst sein, hier ist ein neuer Angriffsvektor, das ist ein neuer Missbrauchspotenzial. Das Missbrauchspotenzial dieses Angriffs ist daher so groß, da er aus der Ferne erfolgen kann. Anders als bei Skimming, wo Banden einzelne Geldautomaten belagern müssen, könnte hier theoretisch ein Verbund mehrerer zusammengeschalteter
Terminals durchaus auch vieler auf einmal gehackt werden und über Wochen oder Monate einem Angriff ausgesetzt sein. Das Schreckensszenario. Zunächst müssen Hacker ein Gerät infizieren, per Netzwerk etwa. Sie schicken eine Art Virus an das Gerät, um es unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt können sie Geheimnummern und Kartendaten abgreifen. Es sind viele Kunden, denn fast jeder Zweite in Deutschland zahlt mit Karte. Und die Daten lassen sich die Angreifer bequem über das Netzwerk liefern. Doch das Szenario könnte noch viel schlimmer sein. Denn in großen Märkten gibt es nicht nur ein Kassenterminal, sondern viele. Und jedes Terminal könnte Magnetstreifendaten und PIN an die Täter schicken. Der Hackerangriff wäre unsichtbar, an den Geräten nicht zu erkennen. Versuch und Szenario präsentieren wir Martin Warwick. Er ist Spezialist für Betrugsbekämpfung eines weltweit tätigen Unternehmens für Sicherheit im Zahlungsverkehr. Verantwortlich für die Sicherheit von 400 Millionen Kreditkarten. Wenn solch ein Angriff stattfindet, können Sie ja nicht Millionen von Karten austauschen. Denn auch die können ja wieder ausgespäht werden, wenn Sie das Grundproblem der Terminalsicherheit nicht gelöst haben. Analysesoftware, wie sie manche Banken benutzen, ist hilfreich, aber nicht genug. Man müsste die Kartenterminals austauschen. 300.000 Artema-Hybridgeräte austauschen? Der Hersteller Verifone bestätigt Monitor gegenüber die Sicherheitslücke. Das Problem sei aber mit einem Software-Update an den betroffenen Geräten zu beheben. Dass dies erst jetzt geschieht und die Sicherheitslücke heute immer noch existiert, ärgert Carsten Nohl. Bereits im März hatte er den Hersteller alarmiert. Wir haben den Hersteller schon vor Monaten informiert, inklusive einer Demonstration. Und in dem Gespräch stand natürlich das Risiko des PIN-Klaus und des Card-Clonings im Vordergrund und wurde von allen als das größte Risiko gesehen. Passiert ist offensichtlich wenig. Bis diese Woche. Ein ähnlicher Test wurde jetzt auch unter Behördenaufsicht durchgeführt. Das bestätigte nun das Bundeskriminalamt gegenüber Monitor. Hier war der Hersteller zugegen. Wann das Software-Update fertig ist, sagt Verifone nicht, lehnt ein Interview ab. Schriftlich heißt es: Dies wird spätestens nach Durchführung des Kassenabschlusses auffallen, denn der Regel täglich ausgeführt wird. Und? Es ist aus unserer Sicht daher schwer vorstellbar, mit diesem Angriff tatsächlich PIN- und Kartendaten im nennenswerten Umfang auszuspähen. Verifone sagt, in der Demonstration haben die Hacker zwar PIN- und Kartendaten ausgelesen, das Sicherheitsmodul verhindere aber, dass es zu einer Zahlung kommt. Laut dem IT-Experten Carsten Nohl hilft das in der Praxis wenig. Kriminelle hätten mehrere Möglichkeiten, das Problem zu umgehen. Man kann den Kunden die PIN-Nummer zweimal eingeben lassen, man kann Lastschriften generieren und trotzdem die PIN-Nummer abfragen. Also ein Schutz vor PIN-Abgriff ist mit Sicherheit nicht durch die Tagesendabrechnung möglich. Und die deutsche Kreditwirtschaft, die uns noch vor Wochenfrist mitteilte, man müsse nur die Hand über das Eingabefeld halten? Ein Interview lehnt sie ab, schreibt aber, dass man auch schon länger Bescheid wusste und dass das Problem nur ein theoretisches sei, das der Hersteller aber nun schnell beheben müsse. Und selbst wenn es Betrügern tatsächlich gelingen sollte, Kartendaten auszuspähen, verhindert im Girocard-System die chipbasierte Abwicklung den Einsatz einer nachgemachten Karte. Klingt plausibel, stimmt auch, innerhalb Deutschlands. In den meisten Ländern im Ausland ist es kein Problem, mit nachgemachten Karten wie diesen Geld abzuheben. Und den Kunden ist es letztlich gleich, von wo aus ihre Konten leergeräumt werden. Es bleibt eine Sicherheitslücke über Monate nicht geschlossen. Eine Lücke, die Hersteller und Kreditwirtschaft bekannt war. Erst jetzt wird versucht, das Loch unter Hochdruck zu schließen.